Der wollte ich nicht. Dann schmeiß ich nämlich den raus und nehme meinen Maxedat mit. Ach, da ist ein Stocki drinne. Der kann auch ein bisschen leveln. Warte mal kurz. Geistrüstung. Ach so. Erzengels Fliegen, das war das. Das hat mit Fliegen zu tun. Plasma-Pistole. Okay. Die Variante der Splittergranate richtet großen Schaden an. Okay. Gasgranate. Geistgranate, Blendgranate. Wir machen mal das hier erstmal. Einfach 4 Stück bauen. Ich habe ja mal Geld. Erstmal. Na gut, das ist nicht mehr wichtig. Ich habe jetzt Titan-Rüstung. Einfach das mitnehmen von Anfang. Nuklearwerf? What? Also. Was? Also haben wir jetzt einen mobilen Raketenwerfer. Oh geil. Ich habe nur 2 Fusionskerne leider. Weil ich die nicht verbraucht gerade. Egal. Alter, das muss jetzt erinnert werden nochmal. Habt ihr das gesehen? Anna. Ich darf das schönet haben. Einen geilen Raketenwerfer. Und bevor die sehr wegspringen, was sag ich für Teufel? Wartet hier nochmal. 4 Zusatzgesundheit. Gesundheit. Okay. Ja. Alles perfekt. Das werden wir nun mehr leben, war ein. Das ist einfach nur Bullshit. Was ist das hier? Was habe ich noch für Bewaffnungen hier? Ah, come on, Blazer Pipiu. Stocki, ich erlaub's dir auch, den geilen Raketenwerfer zu nutzen. 9 Basisschaden. 6 Basisschaden. Also 3 mehr. Ich werde mir selber wegspringen damit. Ich hatte einen Ohren bekommen, genau. Medikits bei diesem Verdacht. Wir nehmen ihn hier, weil er der Roboter ist. Ah ja, warum ich es immer gesagt.
Naja, egal. Dann let's go. Attackieren wir hier, Leute. Das hier richtig, ja, Paladin. Gut, das ist andere Wesen. Die können aber der bessere Wesen. Alles richtig. Du hast besseren Raketenwerfer. Du kannst gerne statt die Granate eine Nanoweste haben. Ja. Sonst bleibt alle gleich. Dann let's go. Let's get it to rumble. Wir werden jetzt die Exhaust-Stelle zerstören. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Wir sind unterwegs zum Hauptquartier von Exhaust. Auf der obersten Etage eines Bürogebäudes im Stadtzentrum. Wir haben keinerlei Aufklärungsberichte, wie viele Feinde dort stationiert sind, aber wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Okay. Aber natürlich müssen ja auch noch alle Laserwaffen haben. Die dürfen ja nicht weiter fortschritten sein. Unser Ziel für diesen Einsatz ist einfach. Schalten Sie alle Exalt-Truppen in dem Gebäude aus und eliminieren Sie diese Bedrohung ein für alle Mal. Viel Glück, Strike One. Ich glaube nicht, dass es unbedingt einfach wird. Wir beobachten das Zielgebiet. Okay, wir können erstmal nix. Warum gehen so wenig hier? War immer so wenig? Das hätte er auch mehr gehabt. Das hätte. Der bis null gehabt. Wo ist denn das? So, ich glaube, nachladen, weil das gefehlt hat. Schon unterwegs. Im Laufschritt. Feinde gesichtet. Achtung. Das ist ein leeres Ziel. Ein Sicherheitsalarm. Sämtliches Personal sofort auf der Landstation. Ist interessantes Gebäude erstmal. Ich glaube, ich bleib drinnen. Ich könnte den hier jetzt erstmal hier lassen. Oder sie. Du kannst hier hin. Oh. Oh, erwischt. Gut gemacht, Sir. Ah, ich glaube, wäre glaube ich eine schlechte Idee, dich jetzt hier zu lassen, oder? Ja. Wäre eine blöde Idee jetzt hier für dich. Hier in Position. Die haben so einen Spartanhelm hier.
Genau, steht in der Luft. Da sind die. Let's try. Nice one. Sie haben es sogar geschafft, unseren Hologlobe nachzubauen. Er gehört jetzt mir. Bin schon dabei, er ist für mich. Oh, Reflexschuss, ja. Au. Das ist nicht gut. Warte, das war zweimal? Okay, war jetzt ein bisschen frech jetzt langsam. Ist er was? Ja. Blup. Hab's gehört. Darfst ihn mal heilen? Still, du großes Baby. Alles wird gut. Irgendwo hier wurde beschossen. Was ist das denn? Sie ziehen sich zurück. Vorrücken. Ich wollte nicht Tüni aufmachen, ich wollte den nehmen. Schon unterwegs. Alles klar. Unterwegs. Rück aus. Anscheinend ist Exalt das Design wichtiger als die Leistung. Keine sehr vielversprechende Strategie. Na, Mode ist immer richtig. Ich wiederhole. Feindkräfte in der Anlage. Sicherheitsprotokoll Alpha wird ausgeführt. Ich werde einfach mal hinsprinten lassen. Und da sind die anderen. Natürlich ihn jetzt weg mit dir. Haben wir ihn gesehen. Dafür liebe ich dich. Auf dem Weg. Leider kann sie immer nichts machen, also wird die erstmal hier stehen bleiben. Look out.
wirst erstmal Deckung gehen. Du gehst in deine Traumfrau. Du kannst mal nachladen. Du kannst jetzt mal hier einen Stocki. Ist mir egal, wenn er stirbt. Ballert alles auf ihn, wenn er wollt. Noch mehr? Okay. Gut. Oh nein. Es ist Sturm. Scheiße. Wir haben Verluste. Oh, halt ihn. Frech. Das ist unverschämt. Raketenwerfer. Oh, hier war noch welche. Interessant. In Bewegung. Will ich den Panik machen? Oder auch nicht? Was? Würde schon sagen. Ja, fast getroffen. Schnaps gesoffen. Kein Schaden an ausgewählten unterwegs. Feindliche Bedrohung wurde nicht ausgeplantet. Ich wiederhole. Feindkräfte weiter in der Anlage gebunden. Sicherheitsprotokoll Omega wird ausgeführt. Omega? Ja, fast. Nicht ausgeschaltet. Ja, hätte ich nicht anders gedacht. Sniper trifft aber. Das konnte ich schon sehen. Ah, nicht gestorben leider. Natürlich den mal. Die anderen können ja hier der Dame machen. Ellie. Erstmal hier. Geh mal zu Pascal. Dann laden wir nach. So, Feuerdeckung. Genau wie du. Und du heilst ihn auf. Schmier Erde drauf, Weichei. Komisch. Sind also noch welche hier? Also hier draußen will ich fast sagen. Wird Stocki und Lerlin mal hier rausrennen. Was? Von dort? Da ist irgendwas. Okay. Vergesst es also. Wir müssen da decken gehen. Okay.
Ich mach mich los. Kritischer Systemalarm. Interne Schaltkreise versagen. Haben Sie das gehört? Kommandozentrale nur bedingt einsatzfähig. Bin schon dabei, Commander. Ah, da unten. Was bist du hier unten? Oh, das war's. Unser Partnersender WFXS meldet, dass in den oberen Stockwerken eines großen Bürogebäudes in der Innenstadt ein kleinerer Elektrobrand ausbrach. Es heißt, dass innerhalb von Minuten Ersthelfer zur Stelle waren und es gibt bisher keine Meldungen von Verletzten. Angesichts der jüngsten Ereignisse in aller Welt ist es jedenfalls beruhigend zu wissen, dass unsere Notfallhelfer nach wie vor bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Eines muss man Exalt lassen. Sie haben es geschafft, ihre Hauptanlage direkt vor unserer Nase zu verstecken. Haben wir gut hingekriegt. Exalt ist damit besiegt. Amputese verweigert. Also. Ich freue mich, dass unsere Truppen die Aliens ohne Zögern auslöschen. Ich hätte wohl kein Mitleid erwarten sollen. Das ist doch nicht wahr. Fähigkeit ist auch für was? Nö. Geborgene Kunstgegenstände. Exalt Artefakte. Exalt Technologie. Was war denn also? Jetzt, wo das Exalt Hauptquartier zerstört ist und ihre restlichen Soldaten abgetaucht sind, ist unsere Abteilung für verdeckte Operationen überflüssig. Konzentrieren wir uns wieder auf die Aliens. Oh. Hat er Spaß gemacht, eigentlich. Nein, das nicht. Das hier aber. Hat keinen Wert und kann im Markt frei verkauft werden. Na, sonst nix. Also haben wir den Exalt Ort auch erledigt. Grabung abgeschlossen. Keiner ist begabt. Oh. Und dann nehmen wir Erik nach. Da sind aber dann zwei Snipers weg. Ne, warte nur, bis Erik erstmal weg ist. Richtung bauen. Was soll ich denn überhaupt noch bauen? Das fragen wir uns die ganze Zeit gerade. Heliumkraftwerk, Nexus. Irgendwie nichts Interessantes. Die könnten alle jetzt ein paar Kraftwerke bauen. Und den Rest dann alles mit Werkstätten verbessern. Warum nicht? Dann wird jetzt das Gebäude auch schon fertig gebaut einmal. Hangar, Schiffsliste. Ich hab jetzt in Afrika. Wait. Ich habe jetzt Nordamerika.
Südamerika noch nicht. Und Asien noch nicht. Asien. Und Südamerika. Okay, scheiße. Ah, da wollen wir auf den Sack gehen wieder. Ich find's einfach unverschämt, dass keiner von meinen Freunden begabt ist. Jetzt guckst du lieber Erik nach, wenn der begabt ist, haben wir einen. Nur konventionelle Waffen, ach so. Schade. Irgendwas? Das mal nicht. Ich habe jetzt hier weniger kontrolliert als vorher. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Es gibt weitere Berichte, dass die Aliens in einer Großstadt aktiv sind. Wenn die Aliens Zivilisten angreifen, wird sich eine unkontrollierte Massenpanik ausbreiten. Na gut. Wo seht ihr denn auf dem Schiff dort? Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Wir beobachten das Zielgebiet. Oh, ein Sektopod. Der hat wieder gerade fehlt, das ist der Sektopod. Ah, Schweber. Er hat mehr Leben irgendwie. Warum das denn? Ach, scheiße.
unterwegs. Bring sie zur Strecke. Ich mach mich los. Schade, Badass. Position bestätigt. Greife feindliche Stellung an. Okay. Zivilisten erschossen, der Penner. Da schießt er auch einen Zivilisten ab, oder? Nee. Oh nein, der trifft doch sonst nicht, wa? Er hat eigentlich die nicht getroffen? Aber zählt nicht. Der kommt dann zweimal. Reparierst, wa? Ja. Geht in Ordnung. Ja. Auch noch? Alter. Er hat jetzt richtig Damage bekommen. Gehen Sie. Sie sind in Sicherheit. Der hat viel zu viel Rüstung. Das ist scheiße, dass er dich sputen muss. Warum steht er noch hier? Sie sind gerettet, also können die abhauen. Nein, ich bleibe hier. Das ist mein Platz. Jetzt hittet, gut. Hoffentlich seht ihr wirklich. Ich glaube nicht. Die stehen beide in der gleichen Position, deswegen nur eine sehen. Oh, noch mehr Schweber. Noch mehr Schweber. Alter. Gute getroffen. Oh nein.
Wenn die mich erwischt hätte, ey. In der Entfernung und der vollen Deckung. Und das wäre so mal ein. Ja. Ihn. Ja, sie. Meine Deckung ist weg. Nee, doch nicht. Hä? Hallo? Wollte schon sagen. Na, den kritten wir jetzt einfach weg. Und den ballern wir jetzt weg. Detonieren war? Doch nicht. Wollte schon sagen, ey. 90% daneben geschossen wäre jetzt mehr als frech. Oh nein. Warum hat er immer Reflexschuss? Er hat da zweimal geschossen und einen Reflexschuss dabei? Verdammt, das war knapp. Ist ja ordentlich frech. Hält dich nicht so an. Geh wieder raus. Ja, gut. Ah, nicht so gut, aber akzeptiere ich. Ich bin schon auf dem Weg. Gehen Sie zum Schiff und Kopf unten halten. Oh, weiter kann ich hier hin. Rakete raus! Was ist das denn hier? Ja, ist mir egal. Ja, also außer Gefecht. Daneben. Mhm. Klar. Daneben, ey. Schwere Schweber, ey. Und er tötet immer einen Zivilisten. Normal. Nee, den kann man nicht gefangen nehmen. Na gut, mach du mal den miesen Trip. Du wirst dir wünschen, du wärst zu Hause geblieben. So, der schlimmste Gegner ist weg erstmal. Hier. In Bewegung.
So, er hat sich gemoved. Passt auf die Seiten auf. Mhm. Cooler Schweber. Na gut, gut umgewechselt. Bin wieder soweit. Bestätige. Machen wir jetzt so. Wenn er nämlich hier normal wird, können wir ihn gleich angreifen. Daneben. Das habe ich jetzt schon gesehen, dass er zu weit nach links geschossen hat. Ja, zumindest erwischt. Nachgeladen. Begebe mich auf Position. Ich werde den miesen Trip hier aufgeben, jetzt einfach mal. Nix da. Du wolltest mich fickern, ich fickere deine ganze Familie. Position bestätigt. Los, weg hier. Ja, ja. War ja klar. Wir haben ja nur Snipers hier voll in XCOM. Und weg mit dir. Ziel eliminiert. Wie aus dem Lehrbuch. Wie aus dem Lehrbuch. Lieber keine Krusalinen, diesmal schicken die nur noch Sektoponen, ey. Ey, Sektoponen sind so anstrengend. Ein weiterer Tag, ein weiterer erfolgreicher Einsatz. Gute Arbeit, Commander. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Transfer abgeschlossen. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Gut. Ethera, Elite, Muten und Sucher. Scheiße. Okay, Sucher werden problematisch werden, genau wie die Elite Muten. Ich hab eine neue Idee. Wir nehmen einen anderen Mac. Aber man hat einfach einen Vorteil gehabt. Scharfschützenfähigkeit hat er gehabt. Das war Scharfschütze gewesen.
Und du? Sturmfähigkeit, erlittener Schaden. Ja. Der Mech kann einen Schwarm heilender Nanobots verspüren, wie wir sie auch in unseren Medikits einsetzen. Dadurch, dass der Vorgang aber relativ ungezielt abläuft, können damit keine Schwerverletzten stabilisiert werden. Ja, schon klar. Eine Sache will ich noch geben. Du bekommst einfach mal einen Helm. Und zwar den hier. Lassen wir mal den Namen, Fatima. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Und es bleibt alles. Können wir jetzt Handy mitnehmen? Ah, das wird Ellie erstmal.